Hallo, ich bin Steffi, ich bin Fotografin aus Flims und im heutigen Teil wollen wir über Reisefotografie sprechen. Für den heutigen Teil muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich bin unheimlich gerne auf Reise und zu dieser Jahreszeit, wir haben jetzt November, ist immer so die Zeit, dann sind die Hochzeiten durch und dann habe ich ein bisschen Zeit und ich bin unheimlich gerne unterwegs. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der nicht ohne die Kamera auf Reise gehen kann. Wäre ja auch irgendwie schade drum. Und ich habe halt schon am liebsten wirklich meine große Kamera mit dabei. Aber gerade bei Städtereisen habe ich immer das Problem gehabt, wenn ich sie in der Tasche habe, es wird einfach so schwer. Und am Ende des Tages habe ich so Schmerzen in der Schulter. Die Lösung ist durch die Hochzeitsfotografie zu mir gekommen und die möchte ich euch heute gerade auch ein bisschen zeigen, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde und ich glaube, es ist für viele Leute auch wirklich noch interessant bei der Reise, weil man kennt einfach das Problem, wenn die Kamera ein bisschen mehr wiegt als ein Handy. Und zwar habe ich ganz zufällig für die Hochzeitsfotografie dieses tolle System von Spider Holster entdeckt. Ich werde nicht gesponsert von Spider, ich kaufe die ganz normal selber. Aber ich bin einfach wirklich Fan von dem Produkt und deshalb möchte ich es auch gerne in einem Video hier ein bisschen vorstellen. Und zwar habe ich das gesehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Hochzeitshauptsaison. Man kann es sich bestimmt vorstellen, wenn man nur 10 Stunden mal die Kamera halten muss. Es ist wirklich sehr anstrengend und ich hatte zu dem Zeitpunkt so viel Schmerzen in meiner Schulter, dass ich nachts gar nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch schlafen und liegen sollte. Und dann habe ich zufällig dieses Spider-Holster-System entdeckt beim Online-Kurs, den ich geschaut habe. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, wo ich das in der Schweiz auch bekommen kann. Für alle, die interessiert sind, in der Schweiz vertreibt es Fotocastly. Und das System ist nicht wirklich günstig. Es kostet um die 150 Franken hier in der Schweiz. Ich glaube, in Euro ist es auch so ungefähr 120, 130 oder sogar ein bisschen mehr. Aber es ist wirklich genial. Also ich habe es gekauft vor 3 Jahren, würde ich sagen. Und es ist so ein bisschen das Prinzip vom Wanderrucksack, würde ich sagen. Da ist ja auch das Prinzip, ah ja, ich habe die ganze Last nicht auf den Schultern, sondern ich habe sie auf der Hüfte. Und dementsprechend gibt es diesen tollen Gürtel und den kann man sich dann eben umschnallen. Einfach zack, zack mit so einem Verschluss. Und dann hat man den so an der rechten Seite. Es gibt so mehreren Variationen. Es gibt auch welche, die haben dann rechts und links, kann man 2 Kameras einhängen. Ich habe immer nur die einfache Variante und man sieht auch, es ist schon recht gut gebraucht. Ich habe mir jetzt auch gerade ein neues gekauft, weil es eben jetzt schon doch relativ gut gebraucht ist und ich gedacht habe, nach 3 Jahren, ich gönne mir mal wieder ein neues. Toll finde ich an dem System auch, dass wenn man die Kamera einhängt, ich muss erst mal zeigen, wie man die Kamera einhängt. Und zwar gibt es da so eine Platte, die ich hier so runterschraube. Einfach da, wo sonst das Stativ reinkommt, da mit so einem kleinen Stift. Der ist hier unten drunter. Ich will da gar nicht zu genau drauf eingehen, denn ich bin mir sicher, auf der Webseite von Spider oder wer auch immer das vertreibt, findet man sicher genau, wie es funktioniert. Also dann hat man das halt hier unten dran. Und wenn man das dann eingehängt hat, den Gurt, kann man es einfach hier reinhängen und dann hängt die Kamera so runter. Toll finde ich eben auch, dass man es hier verschließen kann. Und dann ist die Kamera wirklich sicher da drin. Und wenn ich es aufmache, dann habe ich die Kamera wieder in der Hand. Ich finde es sehr, sehr praktisch, gerade bei Städtereisen. Und ich habe mit dem Spider meine Kamera, genau mit diesem System, schon in Städten gehabt wie Lissabon, New York. Dann war ich damit in Singapur und jetzt gerade aktuell in Istanbul. Ich finde, das Besondere daran ist, es vermutet niemand, dass man da unten eine Kamera hat. Ich glaube, einen sichereren Ort für die Kamera gibt es fast gar nicht, weil sie ist einfach nicht präsent. Und ich habe ein kleines Video, wie ich auch damit durch Istanbul laufe. Und dann seht ihr, ich mache einfach meine Handtasche, mache ich da so drüber. Und schon sieht es gar kein Mensch mehr, dass ich da unten eigentlich meine Kamera habe. Obwohl ich ganz ehrlich auch noch nie Probleme damit hatte, dass irgendjemand mir was klauen wollte. Gut. Super praktisch, man hat sie schnell griffbereit. Beim Rucksack fand ich es immer so nervig, wenn ich dann wirklich was Schönes gesehen habe. Dann muss ich jedes Mal den Rucksack wieder, ne, aufmachen, Kamera rausholen. Dann gibt es auch die Sling-Rucksäcke.
Also ich bin mit Taschen irgendwie nie so auf so einen grünen Nenner gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also der Slingrucksack hat da meistens auch wieder nur das ganze Gewicht auf einer Schulter, statt so ein normaler Rucksack, der ist auf zwei verteilt. Also für mich persönlich war es einfach nie die optimale Lösung für meine Kamera. Und das finde ich mit diesem System einfach wirklich super. Man muss aber auch gerade am Anfang ein paar Sachen beachten, weil es doch ein bisschen ungewohnt ist. Also mir ist es gerade am Anfang doch hin und wieder passiert, dass wenn ich die Kamera hier an der Seite angehängt habe, dann ist sie halt schon recht an der Seite. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man durch Türen und so geht. Am Anfang ist das schon noch ein bisschen, ja, man ist auf einmal ein bisschen breiter, als man es vielleicht gewohnt ist. Deshalb muss man da ein bisschen üben. Ich mache es sehr, sehr viel, wenn ich es so an der Seite habe, dann habe ich einfach so ein bisschen die Hand drauf, weil man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, es ist recht unsichtbar für die Leute, die einem so entgegenkommen. Wer schaut einen schon auf die Hüfte? Und die Leute merken natürlich auch nicht, dass man da breiter ist, weil da noch die Kamera hängt. Dementsprechend habe ich immer gern so ein bisschen die Hand drauf oder wie eben auch im Video, wie ihr es da schon gesehen habt, meine Tasche drauf. Dann hat sich das eigentlich auch gerade erledigt. Und ich kann natürlich zur Not, wenn ich jetzt mich zum Beispiel hinsetze in der U-Bahn, kann ich ja auch den ganzen Holster einfach ein Stück nach vorne ziehen. Oder meistens, bevor ich mich hinsetze, nehme ich eh kurz die Kamera raus. Die andere Sache ist natürlich hier noch das Bändchen. Ja, das stört natürlich, das baumelt dann ja auf dem Boden rum, wenn man Pech hat. Deshalb musste man das natürlich abmachen. Das hat mich am Anfang doch ein bisschen irritiert, dass man gar keine Möglichkeit hat, es irgendwie anders festzumachen. Auch da bietet Spider noch eine Möglichkeit mit so einem Handgriff. Den macht man irgendwie einmal da und einmal da oben, glaube ich, fest. Und dann kann man da so durchgreifen, irgendwie so. Man sieht, ich habe es nicht viel benutzt. Bei mir ist das Problem, für mich ist es total unbequem. Also meine Auszubildende liebt es, sie hat es auch relativ viel benutzt, aber ich selber finde es unbequem, aber es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Größe der Hände zu tun und man kann es schon auch ein bisschen einstellen, aber irgendwie bin ich mit dem nicht so warm geworden und habe dann auch gemerkt, dass nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ich das hier überhaupt nicht vermisst habe. Sondern man ist so drauf eingestellt und ich muss heute fast aufpassen, wenn ich den Spider mal nicht dabei habe und vergessen habe, dass ich nicht die Kamera einfach einhängen will und auf den Boden verlasse. Ich bin schon so dran gewöhnt, da muss ich wirklich fast ein bisschen aufpassen. Also ich finde es wirklich ein super geniales System, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, weil ich einfach meine Schulter so brutal schone. Man muss aber auch realistisch sein. Wir waren jetzt in Istanbul insgesamt 4 Tage unterwegs. Es verlagert halt schon nur das Problem. Wir haben sicher mehr Kraft auf der Hüfte, als wir es auf der Schulter haben. Aber ganz ehrlich, nach 2 vollen Tagen, wir sind bestimmt gut so zwischen 18 und 24 Kilometer pro Tag gelaufen. Am dritten Tag tat mir wirklich, wirklich die Hüfte weh. Und dann zieht es halt auch schnell meinen unteren Rücken. Das muss man schon auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist nicht die Lösung. Ja, die Kamera ist jetzt auf einmal nicht mehr da, sondern es verlagert schon das Problem vom einen Ort in den anderen. Aber wie gesagt, bei mir ist es eigentlich erst, wenn ich 2 komplette Tage nonstop die Kamera da hatte, dann merke ich schon, ah ja, jetzt musst du vielleicht mal eine Pause machen und ja, dir was anderes überlegen. Der Spider-Holster ist das Erste, was ich dir heute zeigen wollte. Und als Zweites möchte ich gerne einen kleinen Vergleich zwischen den Kameras machen. Ich hatte in Istanbul meine 5D Mark III mit dabei. Durch den Unfall war ja meine Mark IV noch in der Reparatur. Die ist inzwischen wieder zurück. Gott sei Dank, freue ich mich. Bin sehr dran gewöhnt an das tolle digitale Display hinten. Und ja, die Mark III ist auch tipptopp. Aber man ist halt ein Gewohnheitstier und ich habe mich sehr, sehr schnell an meine Mark IV gewöhnt. Und freue mich, dass sie wieder da ist. Auf jeden Fall hatte ich die Mark III mit. Und wie gesagt, nach 2 Tagen habe ich dann gedacht, was mache ich? Außerdem hatte ich die EOS M mit. Die habe ich ja mal vor Jahren genau aus den Gründen eigentlich gekauft. Das ist ja auch noch die allererste Version, die es von der EOS M gab. Und ich habe gedacht damals, ah ja, super, da kannte ich auch den Spider noch nicht. Sie ist älter als der Spider auf jeden Fall. Und da habe ich eben gedacht, ah ja, super, wenn ich mal so unterwegs bin und so, dann ist das doch eine super coole Größe. Und das ist es wirklich auch. Und nachdem ich dann eben am dritten Morgen aufgestanden bin und trotz Yoga-Einheit immer noch Rückenschmerzen hatte, habe ich dann gedacht, so komm. Das Wetter war eh nicht so schön, es war relativ grau in grau, leider. Ich nehme heute einfach mal die EOS M mit und lass die im Hotelzimmer. Also haben wir gewechselt. Das System
Würde theoretisch eigentlich auch dafür passen. Es gibt es aber auch in einer kleineren Größe, weil das hier ist schon das L, das ist für Spiegelreflexkamera. Ich glaube, ich habe es gar nie ausprobiert, ob man es drunter machen kann, aber es gibt es auch für kleinere. Aber eben, es braucht es ja fast für die auch nicht wirklich, weil einmal vom Gewicht her ist die ja so ein Unterschied und dann passt die ja super in die Handtasche. Also, na, gerade wir Frauen haben ja eine super Handtasche, wo sowas reinpasst. Und dann hatte ich sie mit unterwegs und ich möchte euch eigentlich mal ein paar Bilder zeigen, denn ich war selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil die Bildqualität, obwohl es nicht gerade das neueste Modell ist, ist jetzt nicht gravierend auffällig. Also, ich war wirklich recht begeistert. Wo es mir auffällt, wo es natürlich einen Wahnsinnsunterschied macht, ist, wenn ich irgendwas mit Autofokus machen möchte. Wir waren da am vierten Tag waren wir auf den Prinzeninseln. Man könnte sie auch die Katzeninseln nennen. Also super Ort für die Crazy Catwoman, wie ich ja eine bin. Und ich habe so eine schöne Katze gesehen mit zwei unterschiedlich farbenden Augen, eins grün, eins blau, und wollte da gern Detail machen. Die hat sie natürlich schön bewegt und wollte nicht so stillhalten. Und da hatte ich mit der EOS M wirklich Mühe. Das war aber fast der einzige Moment, wo ich gedacht habe, oh, schade, habe ich die Mark III nicht mit. Dann hatten wir sehr, sehr schöne Abendsituation am dritten Tag, wo ich dann auch Langzeitbelichtung mit der Kleinkamera gemacht habe. Auf das werde ich im nächsten Video ein bisschen eingehen, ebenfalls auf die Bildbearbeitung. Das schauen wir uns auch ein bisschen genauer im nächsten Video an. Und auch da hatte ich wieder so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt hätte ich aber gern meine Mark III. Aber letztendlich ist mir dann aufgefallen, dass sie einen super Job gemacht hat in der Langzeitbelichtung. Ich konnte eigentlich genau das einstellen. Es ist ein bisschen befremdlicher, weil ich sie doch nicht so oft benutze, während ich bei der natürlich alles im Schlaf bedienen kann. Aber ich war wirklich recht begeistert. Also von daher, es muss vielleicht auch gar nicht immer unbedingt die große Kamera sein, obwohl es mir schon schwerfällt, ohne die große Kamera zu verreisen, das gebe ich zu. Aber ich war sehr überrascht von den Ergebnissen und kann wirklich auch sagen, ich glaube, ich werde in Zukunft doch öfters mal die Kleine mitnehmen und meine Schulter ein bisschen schonen und meinen Rücken. Ich hoffe, das Video war ein bisschen nützlich für dich. Ich habe es schon angekündigt, es wird noch einen zweiten Teil geben, da Reisefotografie ja sicher ein interessantes Thema ist. In dem wird es um ein bisschen Spielereien gehen, was man eigentlich noch so kreative Elemente einbauen kann. Nachtfotografie werde ich ein bisschen mit reinnehmen. Und ich werde dir auch ein bisschen zeigen, wie ich meine Bilder in Lightroom bearbeite. Denn diesmal habe ich tatsächlich alles schon fertig bearbeitet und so weiter. Meistens sind ja meine privaten Bilder irgendwo auf der Festplatte und schlummern da vor sich hin. Diesmal habe ich das sofort in Angriff genommen. Wenn auch du Freude hast an Reisefotografie, es gibt einen super genialen Nordlichter-Fotografie-Workshop mit mir und der Astrologin Regina Casanova. Der wird im März 2019 in Norwegen, nördlich von Tromsø, an so einer wunderschönen kleinen Bucht stattfinden. Es sind 4 Tage Workshop. Wir haben bereits 8 Plätze belegt. Es sind im Moment, so viel ich weiß, sind noch ungefähr 4 Plätze frei. Also maximal gehen wir mit 12 Leuten. Man wird in so kleinen Ferienhäusern wohnen und es wird einfach nur gigantisch und ich freue mich sehr drauf. Und da wird es natürlich auch ein bisschen Unterricht geben, es wird ein bisschen Theorie geben, wie man Nordlichter fotografiert und dann werden wir uns nachts auf die Lauer legen und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr doll darauf. Außerdem gibt es neue Termine für Januar und einen für Februar für Grundlagenkurse, die ich ja für Frauen anbiete, hier in der Schweiz in meinem Studio. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal auf YouTube abonnierst und weiter bei mir reinschaust, denn es geht ja bald schon wieder weiter mit dem zweiten Teil der Reisefotografie. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis bald wieder. Ciao, ciao!